Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Batman The Arkham Knight. Und wir waren gerade dabei, das Training abzuschließen und einen neuen Anzug zu erhalten. Und noch ein paar Angriffe und ein paar Tricks zu lernen. Und jetzt sind wir dabei, die Fabrik zu betreten, wo das Gas hergestellt wird, wie ich jetzt mal so annehme. Immer sieht, hat mal jetzt den doppelten Schuh. Oh, ein Opa. Chinatown. Gib die Suche auf. Du wirst mich erst finden, wenn ich das auch zulasse. Ja, das werden wir ja sehen, oder? Ah, da läuft ein Original Batman-Comic. Habt ihr den Blick von dem Bullen gesehen, als er um die Ecke gebogen ist und uns bemerkt hat? Ha! Der ist sicher den ganzen Weg zurück zum GCPD gerannt. Ja, man kann jetzt auch während des Flugs gucken. Okay. Gucken wir gleich mal, ob ein paar Gegner da sind. Ich hätte mal nicht da hinfahren können. Ein paar Schlägertrupps, die bestochenen Polizisten. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Kommt schon! Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Firefly. Zeit zu sterben, alter Mann. Oder wer? Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Die alten Kumpels. Ein Freund von dir? Ja, wir haben uns bleib hier. Auf der Schule getroffen. Ich finde das raus. Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Was da für Einheiten sind. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in T-30 Minuten.
Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Ist ja blöd. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik rum und versuche nichts zu kotzen. Die ganz oben meinen Batman könnte auf dem Weg hierher sein. Vielleicht haben wir etwas Spaß und wir sind's, die ihn umlegen. So, den haben wir schon mal ausgeschalten. Und zwar noch theoretisch den und die zwei. Was machen wir, wenn wir auf einen Arbeiter treffen? Kommt drauf an. Lass ihn leben, wenn wir den Ausweis brauchen. Wenn nicht, knallt ihn ab. Zivilisten töten ist nicht gerade mein Ding. Ja, dann machen wir so fertig. Sonst. So, gucken wir mal hier jetzt ins Terminal. Ich sollte zuerst das Gebiet sichern. Ah, okay. Das hat mich nicht gesehen. Was geht denn hier ab? Naja, jetzt ist eh Schluss. Ich kann auf das Terminal zugreifen. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Das Passwort kenne ich. 5-5 Nase. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Stufenaufstieg. Wayne Tag. So, Batsuit, was haben wir denn da? Nahkampfpanzerung. Axtmut ja schon, mal 4. Greifhaken ausschalten. So, das war 6. Wie waren wir denn? Schockwellenangriff. Kampf. Spezialkombo Battering. Ah, Luftstoß, stimmt. So, noch 2 haben wir. Ja, machen wir Luftstoß. Arbeitmobil kann man auch verbessern. So, zack. Ist auch noch gleich erledigt. So, wo ist denn hier alle die Position? Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen.
Verkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Ich muss schon sagen, hier ist ja immer was Neues. So, jetzt fehlt noch einer. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Zack. Das Problem ist jetzt halt erstmal die. Oder die. Ich denke mal eher die. Kurzer Frame-Einbruch. Männer. Das geht nicht immer ab. Fletch. Wenn ich den Kran benutze, werden die Panzer alarmiert. Ja, okay. Nicht unbedingt. Batmobil kann ich ja wahrscheinlich nicht rufen, muss ich wahrscheinlich erstmal das Ding. Hast du den Ausschlag im internen Router bemerkt? Keine Sorge, das ist nichts, nur eine Macke. Okay. So, ich bin hier, um dich zu retten. Hallo? Jetzt los. Ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen. Jetzt los. Macht nichts mehr. Ich kann auch nichts mehr scannen. Das ist ein komischer Bug. Ich kann da keine Waffen mehr auswählen. Was war das gerade eben? Der benutzt seinen Computer und legt ihn wieder hin. Na also. War verbuggt. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt!
dazu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Zack. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Das Haupttor steht offen. Macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Kein Problem, Jungs. Ich mach das. Juhu! Sonst haben wir nicht die Panzerung abgegradet, oder? Glatsch. Sir, er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Die Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht's raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. Du probierst doch. Ja, mal wieder hin. So, ich muss ja eh den Kran, oder? Kann man da einfach so durchfahren? Ja, dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt erstmal eine Folgenpause. Erstmal die Ansicht wechseln. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Batman Arkham Knight. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten oder schreibt doch mal einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Batman Arkham Knight. Bis dann, ciao!